Ja, liebe Zuseherinnen und Zuseher, nicht nur hier heraußen donnert es, auch im Ibiza-Untersuchungsausschuss, genauer gesagt in der ÖVP, gibt es ein ordentliches Donnerwetter. Und darüber spreche ich heute mit unserem Fraktionsvorsitzenden im Ibiza-Untersuchungsausschuss, Christian Hafenecker. Lieber Christian, heute ging es wieder mal heiß her. Gernot Blümel wurde erneut geladen und musste Rede und Antwort stehen. Was kannst du von der heutigen Befragung berichten? Ja, der Gernot Blümel ist in Wahrheit der Inbegriff des schwarzen Fadens innerhalb der ÖVP. Er ist der Inbegriff für Rechtsbeugung und für alles das, was man sich von einem Minister nicht wünscht, und das hat er heute auch unter Beweis gestellt. Er hat sich zwar von seiner ersten Befragung bis zur heutigen dritten Befragung insofern gewandelt, als dass er weniger Gedächtnislücken hat. Er hat aber mittlerweile mehr Entschlagungsgründe, muss man auch sagen. Von denen hat er kräftig Gebrauch gemacht. Das waren, glaube ich, insgesamt 36. Nichtsdestotrotz ist es uns gelungen, ein paar Dinge herauszuarbeiten, die zumindest sein Psychogramm zeigen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Akten zu liefern. Wir wissen ja, er ist ja immer sehr, sehr schmissig damit, die höchste Klassifizierungsstufe für Akten zu wählen. Das heißt, dass es wirklich schwierig ist, hier Einsicht zu nehmen oder auch diese Akten elektronisch aufzuarbeiten. Und hat er immer gesagt, ja, er hat also für die letzte große Lieferung von über 100 Ordnern, hat er die Stufe 3 gewählt, um einfach das Privatleben seiner Mitarbeiter zu schützen. Da geht es nicht um ihn, sondern es geht um die Gesundheitsdaten seiner Mitarbeiter. Und da finde ich eines spannend, denn er hat ein paar Tage später eine weitere Aktenlieferung gemacht. Das war dann Stufe 4. Das ist die höchste Sicherheitsstufe, die es überhaupt gibt hier im Untersuchungsausschuss. Das sind eigentlich Staatsgeheimnisse, und wenn es wirklich um Leib und Leben geht. Ich habe mir das natürlich angeschaut, was da drinnen gestanden ist. Und es war nichts anderes als das Telefonbuch von Gernot Blümel selbst. Man sieht jetzt schon sehr, wie er sich gegenüber seinen Mitarbeitern selbst erhöht, denn also die Privatangelegenheiten seiner Mitarbeiter sind ihm nur Stufe 3 wert, seine eigenen Angelegenheiten sind ihm Stufe 4 wert. Also man sieht schon, wie das tatsächlich ist, wer wen hier schützt, ist, glaube ich, auch klar. Und das war eigentlich die Quintessenz, was wir heute bei Gernot Blümel herausarbeiten konnten. Es geht am Ende des Tages rein um ihn. Es stellte sich ja auch die Frage, ob Bundespräsident Van der Bellen hier versucht, irgendwie Gernot Blümel zu schützen. Gestern hat er sich dann doch zu Wort gemeldet, aber ist das jetzt wirklich ausreichend? Ist jetzt wieder alles gut? Nein, überhaupt nicht. Also Van der Bellen macht in Wahrheit nur mehr den Bettvorleger für die ÖVP und nur mehr den Erfüllungsgehilfen, denn hätte er bereits am 5. Mai, wie es darum gegangen ist, diesen Exekutionsauftrag durchzuführen, die Akten zu beschaffen, gehandelt, dann hätte dieses Ping-Pong-Spiel nicht einsetzen können. Das heißt, wiederum Rückfrage bei Blümel, der liefert dann trotzdem nichts. Dann wieder Gang von uns, ich habe das auch mit unterschrieben, zum VfGH. Die haben dann gesagt, naja, er muss jetzt wirklich liefern. Dann hat der Herr Bundespräsident wieder nicht gewusst, was er machen soll. Gestern hat er dann gesagt, naja, er fragt den VfGH noch einmal. Der VfGH hat gesagt, unser Urteil ist klar, es ist zu exekutieren. Dann sagt der Herr Van der Bellen, naja, da muss ich jetzt aber mir noch Beratung holen, weil ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Und jetzt teilt er das Landesgericht für Strafsachen in Wien ein, hier ihm dabei zu unterstützen, diese Akten zu beschaffen. Also wenn wir uns diesen Prozess anschauen, dann sehen wir, dass hier 6 Wochen vergangen sind, die wertvolle Wochen sind, weil ja der Untersuchungsausschuss bald zu Ende ist, die hier verstrichen sind, ohne dass wir weitere Erkenntnisse hatten und vor allem nicht die Akten bekommen haben, die wir eigentlich haben wollten. Das heißt, der Herr Bundespräsident agiert als Beitragstäter mit der ÖVP. Er hilft Gernot Blümel beim Zeitschinden, wie es jetzt gerade in der Europameisterschaft ja auch öfter zu sehen ist. Und ich glaube eines, und das dürfte sein wahres Geheimnis sein, er spekuliert insgeheim einfach damit, dass ihn die ÖVP nächstes Jahr 2022 zur Präsidentschaftswahl in die Hofburg erneut unterstützt. Wolfgang Sobotka wird ja von der Freiheitlichen Fraktion immer sehr stark kritisiert im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Gibt es hier jetzt auch etwas Berichtenswertes? Ja, der sitzt gerade derzeit bei uns im Untersuchungsausschuss als Auskunftsperson, und da ist tatsächlich was Interessantes passiert. Und zwar, wir kennen ja alle die Aktenlage rund um Jan Masalek. Das war der Finanzvorstand von Wirecard, großes Finanzdienstleistungsunternehmen mit einem Schaden von 45 Milliarden Euro, die hier angerichtet worden ist, und wo es auch sehr, sehr eigenartige Verbindungen gibt in den Sicherheitsapparat hinein. Wir haben Spuren zum BVD, wir haben aber auch Spuren zum militärischen Geheimdienst und so weiter. Und da spielt dieser Jan Masalek eine zentrale Rolle. Interessant ist, dass er in seiner ersten Befragung gesagt hat, er kennt diesen Herrn Masalek gar nicht. Dann ist ein Foto aufgetaucht, wo er neben dem Herrn Masalek sogar sitzt und Abend isst. Also da war der Erklärungsnotstand dann schon größer. Und jetzt ist eine neue Information dazugekommen, dass ihn nicht nur das eine Mal, wie er selbst behauptet hat, im Untersuchungsausschuss zufällig getroffen hat und gar nicht gewusst hätte, wer dieser Mann neben ihm war. Jetzt wissen wir auch, dass er ihn schon einen Tag vorher auch noch einmal explizit getroffen hat. Das sind jetzt die Dinge, mit denen wir ihn befragen werden. Und ich bin überzeugt davon, dass vor allem das herauskommen wird dabei. Es wird eine Spur geben, die von Berlin über Wirecard
nach Wien zur ÖVP, zu Sebastian Kurz führt. Man sieht, auch gegen Ende ist es im Ibiza-Untersuchungsausschuss noch richtig spannend. Lieber Christian, herzlichen Dank für dieses Gespräch und viel Erfolg bei den weiteren Befragungen.